Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Heute wieder mit einem Part, wo ich eure Level spielen werde. Und zwar würde ich eigentlich sagen, dass wir dann heute auch gleich mal mit der fünften Runde anfangen können. Bisher habe ich ja von jedem von euch maximal 4 Level gespielt, von einigen auch weniger. Ich habe ja schon erklärt, woran das alles liegt. Und yay, Mitteilungen. Was haben wir denn? Wurde gespielt? Was, warum denn so viele? Keine Ahnung. Und ein paar Sterne, Dankeschön. Auf jeden Fall. Wir können heute mit der fünften Runde anfangen. Dass ich auch jetzt anfange, von ein paar von euch dann schon das fünfte Level zu spielen. Übrigens, ich will noch kurz eine andere Sache sagen, bevor es gleich losgeht. Ich habe nämlich mittlerweile so ein bisschen entschieden, wie lange Mario Maker jetzt noch laufen wird. Und zwar, das ist ja, glaube ich, Part 70, wenn mich nicht alles täuscht, der am Donnerstag kommt. Und ich will, dass das Let's Play so in der Form, wie es jetzt gerade ist, noch 2 Wochen lang läuft. Sprich, bis Part 84 oder sowas ist es dann ungefähr. Auf jeden Fall bis zu dem Donnerstag in 2 Wochen. Warum genau bis zu dem Tag, das ist so. Werdet ihr dann schon noch sehen. Und danach werde ich es dann aber vielleicht noch so machen, dass Mario Maker danach dann nur noch vielleicht noch ein-, zweimal in der Woche oder so kommen wird. Also nicht mehr täglich. Also es wird dann nach Part 84 noch nicht komplett enden, aber da wird es dann nicht mehr täglich kommen, sondern dann halt nur noch ein-, zweimal in der Woche oder sowas. Weil ich peile nämlich an, dass es insgesamt dann vielleicht 100 Parts werden oder so. Das wäre eigentlich ganz schön. Und noch eine andere Sache, also bis Part 84 werde ich jetzt dann von jedem von euch maximal auch 5 Level spielen. Das heißt, wenn ich jetzt schon von euch 4 Level gespielt habe und ich spiele jetzt dann in den nächsten Parts das fünfte, dann wird bis Part 84 kein weiteres Level mehr von euch kommen. Danach dann bei diesen besonderen Parts dann bis 100, die dann immer ein bis zweimal oder so pro Woche kommen, da dann vielleicht schon wieder. Aber bis Part 84 werde ich von jedem von euch auch wirklich nur maximal 5 Level spielen, weil das ist dann auch, denke ich mal, genug, weil ich habe eh noch einige Level auch von anderen Leuten, von denen ich noch nicht so viele Level gespielt habe. Ich denke mal, das ist keine verkehrte Idee. Also wie gesagt, bis Part 84 ungefähr, also ich glaube, es müsste Part 84 sein. In 2 Wochen am Donnerstag wird das Let's Play noch so weiterlaufen, wie es jetzt gerade ist. Und danach werde ich euch dann noch genauer erzählen, wie es dann alles genauer ablaufen wird. Okay, gut. Wir fangen also an mit dem ersten Level heute. Und das kommt von H. Gremlin. Und zwar nennt es sich Mega Man 2 Airman. Ah, okay. Das ist auch ganz cool. Da freue ich mich. Also ich habe Mega Man, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich glaube hier auch bei Mario Maker. Ich habe Mega Man 1 bis 3 schon mal gespielt. Das ist aber schon ewig her. Also was heißt ewig jetzt auch nicht unbedingt. Aber hier ist auch eine Feuerblume. Das ist auch sehr interessant. Aber ich nehme mal schon den Mega Man Amiibo hier. Soll ja auch so sein, denke ich mal. Auf jeden Fall, das ist schon auf jeden Fall eine Zeit lang her. Und deswegen, ich kenne jetzt die Stages beim besten Willen nicht mehr auswendig. Und da oben ist ein Geheimraum. Ah, cool, Stern und... Nein, ich will... Da lasse ich den Stern einfach mal so sausen. Was, wie schlecht bin ich eigentlich? Aber ich nehme mal die Wolke, mir das ein bisschen einfacher zu... Oder? Ja, obwohl, nee, ich will gar keine Wolke, das ist ja lame. Ah, jetzt weiß ich wieder, was er... Oh Gott, ja, die Stage von Airman, das ist die schlimmste überhaupt, richtig. Das ist das mit diesen fliegenden Plattformen da, wo man immer total einfach... Ach komm, total einfach runtergestoßen werden kann. Ja doch, also die... Die Stage von Airman hier ist die komplette... Was will ich denn jetzt hier machen? Ist die komplette Hölle in Mega Man 2. Oh mein Gott, ist es hier nicht anders? Oh mein Gott. Wie soll man denn da durchkommen? Ohne Stern oder ohne Blume oder sowas? Also ich meine, mit dem Amiibo-Kostüm, wenn ich mich einmal treffen lassen darf, das geht vielleicht sogar noch, aber ohne, das ist ja komplett wahnsinnig. Also diese Plattformen hier, die bewegen sich, glaube ich, nach oben und unten. Und aus den Röhren da, also was jetzt hier eben Röhren sind, da kommen dann, glaube ich, auch irgendwelche Attacken raus. In Mega Man. Ich weiß nicht mehr genau, was. Ich glaube einfach irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, da wird einfach Luft rausgepustet oder sowas und man kann dann runtergestoßen werden oder so, keine Ahnung. Sondern den Abschnitt hier skippe ich jetzt einfach mal, weil der ist schon echt ziemlich wahnsinnig, finde ich. Und hier wieder neue. Ah, ein Stern sogar auch wieder, okay. Warum kriege ich immer, das ist ja fast so einfach, wenn ich hier so viele Sterne kriege irgendwie. Naja. Und da geht es noch weiter, aber ich bin schon gespannt, ob es auch einen Bosskampf geben wird am Ende gegen Airman. Bin ich schon gespannt. Und hier ist ein Leben. Okay, auch sehr schön. So, weiter geht's. Jetzt, ich wollte eigentlich gar nicht nach unten fallen. Ist da links oben noch irgendwas? Vielleicht? Nee. Es sind auf jeden Fall viele Wolken hier mit eingebaut, aber macht ja auch irgendwie Sinn bei einer Stage von Airman hier in Mega Man 2. Und hier ist noch ein Kostüm. Ja, okay. Sondern wieder die Plattform da um Gottes Willen, wo Blooper rauskommen hier. So, ein paar Sprünge und da ist ein riesengroßer Knochentrocken. Keine Ahnung, was der darstellen soll. Also wie gesagt, ich habe die Stage hier von Mega Man 2 beim besten Willen nicht auswendig drauf oder so. Nicht mal ansatzweise. Halt nur so, ach komm, halt nur so ganz, ganz grob. Was ist eigentlich da oben? Das sind Türen. Ich bin irgendwie neugierig, was da ist, aber jetzt habe ich schon ein bisschen zu viel verschissen. Ich gehe mal hier nach oben. Da ist auch noch eine Tür. Wo komme ich da jetzt raus? Ach, einfach beim Ende. Okay, damit kann ich das so ein bisschen skippen, wenn ich will oder wie? Den Abschnitt, wie es scheint? Keine Ahnung. Und jetzt sind wir offenbar dann beim Boss. Ich bin gespannt, ob der jetzt hier auch umgesetzt wurde. Ja, tatsächlich.
Hallo Airman. Du siehst ein bisschen. Ah fuck, ein bisschen anders aus. Ich will ihn auf jeden Fall killen. Ich kriege ja hier auch unendlich viele Feuerblumen. Ich will ihn schon auch besiegen, am besten. So. Oh Gott, Hilfe. Nein. Oh, ich wäre fast getroffen worden, aber irgendwie der Feuerball hat mich nicht erwischt. Ich gehe mal näher ran und mache ein bisschen Buttonbashing. Das ist eigentlich immer das Beste gegen Bowser. Was der. Warum hält der so viel aus? Komm schon. Okay. Sehr schön, geschafft. Yay. Ist da oben noch was? Ne, einfach nur wieder Wolken auch. Okay. Und hier, was finde ich da? Aha, nochmal ein. Ja, gut, ich nehme auch Mega Man. Also, eigentlich ist natürlich eine Feuerblume schon besser, aber wenn man hier schon Mega Man sein soll, dann will ich ihn auch nehmen, denn hier ist eh schon das Ziel. Na komm schon. Okay. Yeah! Sehr schön. Also wie gesagt, ich kann mich beim besten Willen nicht jetzt an den genauen Aufbau erinnern, aber ein paar Sachen habe ich sogar auch wieder erkannt, obwohl das schon Ewigkeiten her ist und ich die Map eigentlich null mehr in Erinnerung habe. Aber trotzdem war es auch echt schön gemacht. Auch vom Design her hat mir sehr gut gefallen. Deswegen auch auf jeden Fall einen Stern von mir. Yay! So. Dann geht's weiter mit dem nächsten Level und das kommt dann von David N. Und zwar ist es Don't Do Anything. Ah, okay, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Da freue ich mich sogar jetzt mal einigermaßen, weil, wie gesagt, ansonsten bin ich jetzt von denen nicht so der mega, ultra, allergrößte Fan, weil man da halt nichts machen muss und auch darf und so und deswegen ist da halt keine Schwierigkeit dabei. Aber hatten wir jetzt schon echt lange nicht mehr, so ein Don't Do Anything oder Don't Move oder so und deswegen freue ich mich da eigentlich drauf und wir schauen gleich mal das Ganze an. Auf jeden Fall wieder sehr viele Gefahren, aber Mario schafft es geschickt, mit dem Feuerball gerade eben auch, schafft es geschickt, durch alle Gefahren gerade so durchzumanövrieren. Und es sieht auch ansonsten sehr schön aus, die Kreissägen da zum Beispiel mit den Feuerrädern außenrum, sieht auch sehr cool aus. Stern kriege ich auch noch, okay. Und jetzt geht es wieder ein bisschen nach links. Aber jetzt geht es dann, glaube ich, zum Ziel schon, oder? Ja, hier schon das Ziel, okay. Ja, war auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also diese Don't Move oder Don't Press Anything oder wie auch immer man sie nennen will. Oder Auto-Level, Automatik-Level einfach. Die dauern ja schon auch immer eine Zeit lang, die zu machen. Und sah auch ganz cool aus. Wie gesagt, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Und deswegen gebe ich dem auch einen Stern. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in jedem Part so ein Automatik-Level unbedingt bräuchte oder so. Das fände ich sogar ein bisschen langweilig. Aber wenn, ich meine, wie gesagt, das ist schon ewig her, dass wir jetzt eins hatten, glaube ich. Und deswegen total super, dass wir da jetzt auch mal wieder eins von der Sorte hatten. Hat mich gefreut. Okay. Und weiter geht's. Auch gleich mit dem nächsten Level. Und das kommt von Typman 2000. Nämlich Castle of Many Ways. Ach du Scheiße, ach du Kacke. Abschlussrate liegt bei 0,93%. 215 Mal wurde es schon probiert, erst zweimal geschafft. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist offenbar ein bisschen angelehnt an das finale Castle aus Super Mario World, wo man ja auch viele Wege zur Auswahl hat, nämlich auch 4, genau. Okay. Ja, ich nehme einfach mal. Wir gehen einfach mal der Reihe nach durch, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt in 1 sterben sollte, werde ich danach 2 nehmen. Dass wir dann vielleicht jeden Weg zumindest einmal. Oh Gott. Zumindest einmal. Ach du Scheiße. Einmal gesehen haben. Ja, das wird spaßig werden. Jetzt habe ich hier den Achterbahnabschnitt erwischt. Ich denke mal, die sind auch alle wirklich grundverschieden, die Wege, die man da gehen kann. Was? Da nach oben? Was? Wie soll das denn gehen? Okay. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich, der Sprung da. Das will ich sogar nochmal probieren, weil wir haben jetzt schon gesehen, was Abschnitt 2 ist, glaube ich. Nämlich ein Clown-Kutschen-Abschnitt. Und auf den habe ich so überhaupt keinen Bock. Deswegen will ich ja nochmal den Achterbahn-Abschnitt spielen, weil mir der ein bisschen mehr Spaß macht. Also nicht, dass ich einen Clowns-Kutschen-Abschnitt nicht so gern mögen würde, aber... Ach, da ist mir das schon lieber. Verdammt nochmal. Ja, der letzte Sprung ist aber echt tricky, oder? Finde ich. Ja gut, dann gehen wir jetzt doch mal zu 2, dass wir auch andere Wege noch sehen. Aber wenn ich jetzt bei 2, 3 und 4 auch versagen sollte, dann werde ich den 1er probieren, bis ich den schaffe, weil der ist am coolsten. Weil ich so Achterbahnabschnitte eigentlich immer ganz gerne mag. Ja, und Clownskutsche, die mag ich ja nicht so gerne, weil irgendwie ich mit der Steuerung da nicht so zurechtkomme. Ich weiß auch nicht warum. Oh mein Gott. Wie habe ich das überlebt? Ich bin aber noch nicht am Ziel, doch bin ich. Okay, wie habe ich das überlebt? Keine Ahnung. So irgendwie, okay. So, Pilz, ja, dankeschön. Dann durch die Tür. Und wir kommen zu... Ach, Bowser gleich. Okay. Ach, war es schon? Ich muss ihn aber... Hä, muss ich ihn besiegen? Was? Ich muss Bowser besiegen? What? Oh, das kann ja Ewigkeiten dauern. Was? Ja, das ist ja blöd. Okay, also ich finde schon ganz cool, wenn man sich so halt eigene Bosskämpfe hier baut. Das geht ja sehr gut, wenn Bowser oder Bowser Jr. in einer Clownskutsche sitzen.
Aber dass ich jetzt hier Bowser besiegen muss, auch noch einen riesigen. Also ich glaube, ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass der große Bowser mehr Leben hat. Also ich glaube, doppelt so viele Leben wie der kleine Bowser. Deswegen wäre es irgendwie schöner gewesen, wenn man hier den kleinen Bowser verwendet hätte, weil das dauert ja jetzt Ewigkeiten, bis ich den gekillt habe. Ich meine, der hat jetzt, wie viel Hits kann der einstecken? Ich glaube, irgendwie 30 oder sowas. Und ja, jetzt muss ich das hier 30 Mal machen. Ist auch nicht so spannend irgendwie, das Ganze, weil ich halt immer nur nach links laufe, mir wieder, das war knapp, mir wieder einen Bob-Omb nehme, ihn hochwerfe, nach rechts laufe, mir wieder einen Bob-Omb nehme, nach links laufe und so weiter und so fort. Also, da hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen anders gemacht worden wäre. Ich meine, also, wie soll ich sagen, ich finde es schon besser, wenn man das mit Bowser Jr. macht, weil das halt mit dem sehr viel schneller geht. Vielleicht auch zu einfach fast ein bisschen. Aber man kann ja an der Stage ein bisschen was ändern. Man kann ja hier, ah, fuck, ey. Mann, was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass man Bowser Jr. und Bowser einfach gleichzeitig in Clowns Kutschen kämpfen lässt oder sowas. Und dass man sich halt nur um Bowser Jr. kümmern soll dann. Ja, das ist aber doof, weil ich will, das ist ja blöd. Aber ich werde mal nochmal kurz einen anderen Abschnitt ausspielen. Ich werde mal am Ende einfach da rechts rüberspringen und gucken, ob das geht. Aber den Bosskampf da jetzt bis zu Ende zu machen, da habe ich eigentlich keine Lust, weil ich dann schon gerne den Part mit was anderem noch füllen wollen würde, als einfach nur 5 bis 10 Minuten lang Bomben auf Bowser raufzuschmeißen. Und der Abschnitt hier ist sogar auch mega einfach, weil den kann man einfach skippen mit der Wolke. Aber kann ich mit Lakito-Wolken durch Röhren gehen? Ja gut, aber ich kann auf jeden Fall nicht durch Türen durchgehen. Bin ich mir ziemlich sicher, deswegen, das klappt sowieso nicht. Also ich werde jetzt mal kurz testen, ob ich da einfach rüberspringen kann. Nee, kann ich nicht, siehste mal. Oder brauche ich dann einen P-Switch? Weil ich meine, die Münzen sind natürlich schon sehr verdächtig. Ich nehme mal noch kurz den vierten Weg. Vielleicht kann ich ja dann einen P-Switch finden, den ich dann da mitnehmen kann. Und dann kann ich mir den Abschnitt mit Bowser da sparen oder so. Das ist ein Stern auf jeden Fall. Ja, ich hätte ihn vielleicht mir holen sollen. Ja, das war sehr klug von mir. Ich lasse den Stern da erstmal ziehen, obwohl ich schon gesehen habe, dass da ein Stachelabschnitt kommt. Das war höchst intelligent. Aber wenn ich das Level jetzt dann gleich nicht schaffe, oder wie soll ich sagen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, da am Ende durchzukommen, ohne halt Bowser zu besiegen, dann werde ich wahrscheinlich das Level auch noch schnell speichern. Was soll das jetzt? Das Level noch schnell speichern und mir auch das Ende selber angucken dann. Im Level-Editor, hoch da. Aber kann ich vielleicht schnell genug sein? Ja, wird, nee, ich glaube eher nicht. Das wird sehr schwierig werden. Wenn ich mit dem Stern da schnell genug bin, dass ich dann vielleicht Bowser so killen kann, indem ich einfach nur in ihn reinspringe. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Da muss man schon ein bisschen arg schnell vielleicht sein. Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Aber ich werde es mal kurz testen. Noch einmal schnell. Wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe, dann werde ich das Level kurz abbrechen und dann eben mir im Level-Editor genauer angucken. An sich ist die Idee eigentlich echt cool. Aber das Ende, das stört schon echt enorm. Also vielleicht verstehe ich es auch falsch. Aber das finde ich schon doof, dass es da so lange dauert, diesen Bosskampf da zu machen. Naja, so. Ja, hört schon wieder. Nee, hört schon wieder auf. Ja, nee. Nee. Ach man, das. Ach Gott. Warum ist hier so ein doofer Bosskampf? Das ist hier irgendwo ein unsichtbarer Block oder sowas? Ich weiß es nicht, ja. Ja, nee, komm, ich werde jetzt mal das Level abbrechen. Ich werde dem Level, glaube ich, trotzdem einen Stern geben, weil die Idee mit den vier Wegen ist halt ganz cool und jeder einzelne Weg ist auch schön abwechslungsreich und eigentlich auch ganz schön. Deswegen gebe ich dem Level einen Stern, ja. Aber trotzdem ist es jetzt kein super ultra perfektes Level, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Eben wegen diesem Ende da, weil ich das halt nicht ganz so schön finde mit Bowser. Also an sich, gegen Bosskämpfe habe ich nichts. Wenn Bosskämpfe aber 100 Jahre dauern, also ja gut, da habe ich auch nichts dagegen. Ich mag es, wenn Bosskämpfe sehr lang sind. Das Problem ist aber im Mario Maker, wenn man lange Bosskämpfe macht, dann sind diese oftmals sehr, sehr unkreativ. Warte mal, habe ich jetzt hier wieder irgendein Level, das ich euch nicht zeigen darf? Wehe, wenn. Ja, ich mache mal kurz einen Schnitt, glaube ich, schnell. So, habe ich hier eins? Nee, ich habe keinen. Sehr okay, passt. Gut, dann muss ich doch keinen Schnitt machen. Sehr schön. So. Yeah. Und ich möchte es bearbeiten. Ja. So, jetzt schauen wir mal schnell, was es da noch so alles zu sehen und zu tun gab. Also hier ist die Tür, ja. Und hier ist dann Bowser. Ich muss hier also, ich brauche definitiv die Clownskutsche hier, ja. Und dann ist hier nämlich auch schon das Ziel. Okay. Und es gibt offenbar auch keine andere Möglichkeit, weil hier sind noch keine unsichtbaren Blöcke oder sowas. Ich schaue mal kurz noch die andere Ebene an, ob hier vielleicht noch irgendwo ein P-Switch war oder so, den ich übersehen habe. Aber ich glaube eigentlich auch eher nichts. Hier kann ich halt noch nach oben kommen. Genau, das haben wir ja alles schon gesehen. Ist eigentlich hier oben noch irgendwas da? Nee, auch nicht mehr. Ja, okay. Gut, also ja, man muss halt offenbar es wirklich schaffen, einfach diesen Bosskampf dann dazu überleben. Oder was heißt überleben? Durchzuhalten. Von der Zeit her, so irgendwie. Wohl eher. Weil das ist halt echt nicht ganz so cool. Also ich hätte es schon
also wenn man schon sowas macht, dann sollte man Bowser zumindest klein machen, finde ich. Weil als Großer hat er, wie gesagt, glaube ich, doppelt so viele Leben oder so. Auf jeden Fall mehr als der Kleine, bin ich mir ziemlich sicher. Und es dauert dann nochmals länger. Und das ist dann halt auch echt ziemlich langweilig irgendwie. Ich kann es auch versuchen, mit zwei Bomben immer zu nehmen pro Runde. Das ist aber auch sehr riskant. Also eine ist da sehr viel sicherer auf jeden Fall. Ja, seht ihr. Und das dauert dann halt echt Ewigkeiten. Deswegen da hätte man vielleicht schon irgendwas Schöneres machen können. Aber ansonsten, die Grundidee war ja ganz schön. Deswegen hat es auch schon den Stern sich irgendwie verdient. Aber wie gesagt, das Ende, das hat mir trotzdem nicht ganz so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, wir haben aber noch Zeit für weitere Level, deswegen machen wir nochmal eins. Also mindestens eins, mal schauen, wie schnell das dann geht. Und zwar noch ein Level von Let's Larry. Und zwar ist es wieder ein Nintendo-Quiz. Auch das letzte Level, das er eingeschickt hat, war nämlich schon ein Nintendo-Quiz. Und ich bin mal gespannt, wie ich mich jetzt da hier so anstellen werde. Beim letzten lief es ganz gut, nur die Pokémon-Frage habe ich verkackt, weil ich von Pokémon halt nicht so viel Ahnung habe. Mal schauen. Willkommen to my second Nintendo Quiz. Attention, this version is way more harder than my previous version. Okay, da bin ich mal gespannt. Das ist also sehr viel schwieriger, das hier. Und hier sind schon... Warum sind hier Blöcke? Ha, kann ich hier irgendwie nach oben? Das ist, ah, da ist ein One-Up, aber ich komme da jetzt nicht mehr so wirklich hier nach. Keine Ahnung, was weiß ich. So. Hier ist meine First Version. Ja, die habe ich schon gespielt. Passt alles. Okay. Dann durch die Tür und wahrscheinlich auf zur ersten Frage. So. Ja, wo geht's denn überhaupt los? Ich bin sehr verwirrt, hier ist sehr viel. Are you ready to go? Okay, hier geht's los. Oder? Was ist denn hier? Hier ist sehr viel Zeug. Hey, kann ich da rechts eingesperrt werden? Wenn ich jetzt nach rechts gehe, bin ich dann nämlich doch eingesperrt, oder? Hä, was ist denn hier alles? Ich bin total verwirrt. Ich wollte doch einfach nur ein Quiz machen und dann ist hier ein so ein verwirrendes Level. Was ist hier los? Ja, okay, ich gehe jetzt einfach mal hier rein, weil hier geht's ja los. Wurde übrigens gesagt, are you ready to go? Okay. So, jetzt aber. Okay, so, wir fangen auch an. Where do you fight Kakleta for the first time in Mario & Luigi Superstar Saga? Okay, wo bekämpft man... hier, wie heißen die eigentlich auf Deutsch? Wie heißen die auf... Ich weiß gar nicht genau. Halt die, hier... den Hauptboss aus Superstar Saga. Auf dem Koopa Cruiser, wo bekämpfen die zum ersten Mal? In der Wuhu-Universität oder auf dem Wuhu-Berg? Nee, auf dem... Obwohl, warte mal, das ist fies. Wo bekämpft man die zum ersten Mal? Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich kenne Superstar Saga schon. Sogar ziemlich gut eigentlich. Auf dem Koopa Cruiser noch nicht. Da kämpft man nur gegen Krankfried, aber noch nicht gegen sie selber. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube erst in der... Wuhu University, glaube ich. Auf dem, ne, Wuhu Mountain auf jeden Fall nicht. Ich nehme mal hier. Okay, richtig. Puh. Da unten wäre ich zerquetscht worden. Ja, also es ist schon sehr viel schwieriger, das Ganze. Wir schauen mal. Was steht hier? How many lives does a blue extra life balloon give you in Donkey Kong Country? Ein blauer. 2, 3 oder 5? Also ein roter gibt einem ja ein Leben. Ein grüner 2 und ich glaube ein blauer gibt einem 3. Ich glaube nicht 5. Ich glaube 5 Leben kann man gar nicht kriegen durch Ballons. Ich glaube es ist 1, 2, 3, was man an Leben bekommt in Donkey Kong Country. Deswegen müsste es 3 sein. Oder ist der blaue, warte mal, ist es rot-blau-grün oder rot-grün-blau? Ich glaube rot-grün-blau. Ich glaube der blaue ist der beste. Also 3. Ja, okay. Puh. Aber ist schon wirklich sehr viel schwieriger, aber die Fragen gefallen mir bisher. Bin mal gespannt. Und Yoshi. Which level was exclusive in the GBA-Version of Yoshi's Island? Okay, in der GBA-Version von Yoshi's Island, welches Level war da exklusiv? Touch Fuzzy Get Dizzy, Watch Out for Lakitu oder Go Go Morphing? Was? Okay, also in der GBA-Version gab es ein paar andere Level, nämlich die Bonus-Level. Ich glaube, die gab es nämlich im Original in Yoshi's Island nicht, also gab es ein paar mehr Level, glaube ich. Und Touch Fuzzy Get Dizzy gab es auf jeden Fall. Das ist ja eines der bekanntesten Level, auch eines der bekanntesten Level-Namen und so. Also das gibt's schon. Watch Out for Lakitu oder... Was war das andere? Go Go Morphing. Watch Out for Lakitu... Ich glaube, Watch Out for Lakitu müsste es eigentlich auch gegeben haben. Aber jetzt mit englischen Level-Namen da anzufangen, das ist sehr schwierig. Ich nehme mal Go Go Morphing. Weil das klingt so nach einem Bonus-Level. Ich glaube, das gab es auch als Bonus-Level, dass man irgendwie alle möglichen Verwandlungen hatte. Und vielleicht gab es in Yoshi's Island für SNES noch nicht. Ich nehme mal das hier. Okay, ist auch richtig. Puh. Das war jetzt aber schon echt sehr schwierig. Da habe ich jetzt halb raten müssen. Also Touch Fuzzy Get Dizzy konnte es nicht sein. Das wusste ich, das gibt es auf jeden Fall auch schon in Yoshi's Island im Original. Aber es hätte auch genauso gut hier dieses Lakitu-Level da sein können. Da habe ich jetzt mehr Glück als Verstand gehabt, muss ich sagen. So, und Metroid. Okay.
What's the name of last survived Sent... Was für ein Ding? Sentinel of the Luminoth in Metroid Prime 2 Echoes. Okay. Jotzl, Umos oder Diesel. Ja, zum Glück habe ich erst Metroid Prime 2 durchgespielt mit euch gemeinsam. Also, nein, ist, ja doch, passt schon. Ich bin da jetzt hängen geblieben, was ist ja das Richtige. Umos ist es nämlich. Er ist der letzte Überlebende von den Luminoth. Das ist noch Umos gewesen. Okay, der einem auch die ganzen Tipps gegeben hat. Jetzt kommt Fire Emblem, um Gottes Willen. What's the second Fire Emblem on Japanese Famicom called? Ach, ich hab auch von Fire Emblem leider null Ahnung. Mystery of the Emblem, Shadow Dragon oder Gaiden oder so. Gaiden, glaube ich. Oh Gott. Mystery of the Emblem habe ich noch nie gehört. Shadow Dragon habe ich schon mal gehört. Und Gaiden. Gaiden sagt, klingelt jetzt auch nicht unbedingt bei mir. Also wenn es also ich weiß auf jeden Fall, dass die ersten paar Fire Emblems so ziemlich nur in Japan erschienen sind. Also einige von denen auf jeden Fall. Weswegen ich nicht glaube, dass es hier Shadow irgendwas ist, Shadow Dragon, weil das habe ich schon mal gehört. Und ich würde nicht von einem Spiel schon mal gehört haben, das dann nur in Japan da irgendwie so erschienen ist. Und dann auch noch von Fire Emblem, wo ich bisher noch überhaupt gar keine Ahnung von habe, von der Spieleserie. Mystery of the Emblem oder Gaiden? Boah, Fire Emblem, Gaiden, Mystery of the Emblem. Aber vielleicht gibt es die anderen beiden auch gar nicht. Vielleicht hat er die auch erfunden, die Namen. Weiß ich nicht, weil die sagen mir überhaupt gar nichts. Ich glaube, ich sollte doch Shadow Dragon nehmen, weil ich weiß, dass es einen Fire Emblem Shadow Dragon gibt. Und vielleicht ist es ja dann doch das hier. Ich nehme es mal. Ne, ist falsch, scheiße. Okay, rechts wäre richtig gewesen, also Gaiden. Ja. Verdammt nochmal. Ja, soweit reicht mein Fire Emblem-Wissen dann nicht, weil wie gesagt, von Fire Emblem habe ich bisher noch im Prinzip gar keine Ahnung. Ich habe ja noch keinen Fire Emblem quasi gespielt. Aber übrigens wird auch noch irgendwann mal der Fall sein mit euch gemeinsam, ne? Will ich nochmal kurz erwähnen hier. So, also nochmal. Hier ist die Wuhu University, wie heißt die eigentlich auf Deutsch? Die Lachhochschule heißt die, glaube ich, ne? Genau. Dann, das waren 3. Also bisher lief es eigentlich ganz gut. Also die Fragen waren auch schon nicht so einfach, finde ich, hier die ersten paar. Und die habe ich ja trotzdem alle lösen können. Also ich bin da schon einigermaßen stolz auf mich sogar. Aber dass ich jetzt hier bei Fire Emblem, wo ich noch kein Spiel gespielt habe von der Serie, dass ich da dann verkacke, das ist jetzt nicht so tragisch, wie ich mal meinen möchte. Okay. So, was kam hier noch genau? Metroid? Ja gut, das ist sehr einfach die Frage sogar, weil ich das eben erst kürzlich gespielt habe. Deswegen weiß ich es auf jeden Fall. Da war ich mir am sichersten bisher von allen Antworten, dass es Umos war. Und hier ist es jetzt Gaiden. Okay. Ja, Gaiden, wie gesagt, klingelt bei mir gar nichts. Ich hätte wahrscheinlich doch eher das nehmen sollen. Also Shadow Dragon ist dann wahrscheinlich eins, das auch bei uns einen wirklichen Release erhalten hat im Westen oder so. Keine Ahnung. Auch nicht Animal Crossing. Da habe ich ja noch weniger Ahnung. Mann, warum? Who's the first person you see in Animal Crossing on was? Machen wir mal die Frage. Animal Crossing on N64, GameCube und 3DS. Hier, Rover oder so oder Melinda? Okay, also ich habe noch. Also von Animal Crossing habe ich noch weniger Ahnung als Fire Emblem. Ich bin mir aber trotzdem relativ sicher, dass es Melinda sein müsste. Oder. Warte mal, heißt die? Ja, doch Melinda, genau, ist ihr deutscher Name. Isabel ist ihr englischer Name, glaube ich. Es müsste Melinda sein, weil die begrüßt einen doch immer, ne? Und sagt ja, hallo, wie heißt du? Und so weiter. Ich glaube, es ist. Obwohl, wer ist denn hier Rover oder Rover oder so? Habe ich noch nie gehört. Ja, es ist aber Melinda. Es ist Melinda. Na, ist es nicht? Was? 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 Warum? Hä? Warum gab es da auch nur 2 Antwortmöglichkeiten? Das war ja auch komisch. Ansonsten gab es ja immer 3. Und warum ist es nicht Melinda? Das ist doch Melinda, oder? Ich hätte schwören können. Ja gut, vielleicht ist es dann die erste, die einen begrüßt, wenn man dann irgendwie in der Stadt angekommen ist oder so. Keine Ahnung, ich dachte, es wäre Melinda. Also ich weiß, wie Melinda aussieht auf jeden Fall. Das ist diese eine da, die hat sowas Grünes an und das Gelb, die ist auch irgendein Tier. Ich weiß aber nicht welches, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Fuchs oder so ein bisschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Animal Crossing, wie gesagt, habe ich absolut keine Ahnung. Und das ist auch eine Spieleserie, an der ich überhaupt nicht interessiert bin. Also auf ein Animal Crossing Let's Play von mir könnt ihr sehr lange warten. Da wird es nämlich wahrscheinlich nicht so schnell eins geben, wenn sogar überhaupt, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich da echt mich einfach irgendwie nicht damit anfreunden kann. Also, ja, ich weiß nicht genau, wie soll ich sagen, ich finde es schön, dass die Serie so erfolgreich ist, denn das ist sie ja. Vor allem mit zum Beispiel New Leaf oder so. Also, was jetzt hier neuerdings bei Animal Crossing rauskommt mit Amiibo Party, ne, das ist vielleicht dann nicht ganz so toll für Animal Crossing Fans, aber New Leaf zum Beispiel hat sich ja super verkauft. Das hat verdammt viele Fans, aber es ist einfach was nicht so meinem Spielstil entspricht, sage ich mal, an Videospielen. Deswegen, davon wird es wahrscheinlich auch so ziemlich niemals ein Let's Play geben. Aber Fire Emblem zum Beispiel schon, weil da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe es halt nur bisher noch nicht gemacht. So, das hier ist richtig, ja. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer Rover oder Ruber ist.
Und ein Checkpoint hier, dankeschön. Okay, es geht noch weiter, das Level ist auch sehr lang, es gibt sehr viele Fragen. Der Part könnte auch wieder ein bisschen länger werden, aber der letzte war ja auch kürzer, passt also schon. Und wieder Pokémon, yay, toll. which Pokémon can't be also known as Viridian Forest? Okay, nochmal. Welches Pokémon kann nicht gefangen werden in Route 2 in Pokémon Rot-Blau? Ja, natürlich. Caterpie, Rattata oder Nidoran männlich? Was ist da oben? Caterpie, weiß ich nicht, was das ist. Rattata kenne ich und Nidoran kenne ich natürlich auch. Nidoran männlich. Warum spezialisiert er extra Nidoran männlich? Das ist komisch. Vielleicht kann man da nur Nidoran weiblich fangen oder so. Das wäre interessant. Aber ich weiß nicht. Rattata ist Ratzfratz oder wie das Viech heißt, ne? Oder Ratfratz heißt es. Und ja, und das da kenne ich gar nicht. Warum ist bei Ratzfratz eigentlich, warum sind da Ranken in der Mitte? Und bei den anderen nicht, das ist ja interessant. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal Ratzfratz. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Es wäre, links wäre richtig, also unten wäre richtig gewesen. Was war jetzt nochmal für eine Antwortmöglichkeit überhaupt? Genau, Nidoran männlich. Ja, ich hätte es doch nehmen sollen. Vielleicht kann man da nur Nidoran weiblich fangen oder so. Das kann ja sein. Keine Ahnung. Aber hier war ja ein Checkpoint zum Glück. Sehr schön, dass ich. Aber man kann doch sogar hier auch schon irgendwie geschickt durchkommen, bestimmt, oder? Bei den Steinböcken da. Naja. Auf jeden Fall Nidoran ist es dann. Ja, yep. Okay. Also jetzt zum Ende hin habe ich dann noch ein bisschen mehr versagt, aber es geht ja noch weiter. Am Anfang war es ganz gut, aber bei den Spieleserien, die ich halt noch nie gespielt habe, ja, Pokémon habe ich noch nie gespielt, das stimmt nicht, aber bei denen, wo ich halt weniger Ahnung habe, da ist es halt dann schwieriger. So, da oben ist erstmal noch Zelda, aber erstmal hier. Against who, ja, warte, also known as Fountain of Dreams, ja, gleich. Against who are you fighting Kirby's Nightmare in Dreamland on Rainbow Resort? Gegen wen kämpft man da? In was in Kirby's Nightmare in Dreamland? Gegen DDD, gegen Galacta Knight oder gegen Krakow? Um Gottes Willen. Ach, ja, mit Kirby kenne ich mich auch nicht so gut aus. Da habe ich ein paar Spiele, ja, das ist jetzt übertrieben, 2 Spiele oder so, glaube ich, gespielt. Krakow kenne ich auf jeden Fall. Das ist diese Wolke da. DDD kenne ich natürlich sowieso. Und Galacta Knight ist, glaube ich, sowas, so jemand ähnliches wie Meta Knight. Aber nicht dasselbe, glaube ich. Ja, ich würde mal Krakow nehmen, weil Krakow nie verkehrt ist, so irgendwie. Ich nehme mal Krakow. Ach Mann! Das geht ja jetzt mal nur noch. Echt gegen DDD? Was? Ja, jetzt mal nur noch Fehler. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Also am Anfang ging es noch, weil das waren halt noch Spieleserien, die ich auch selber, wo ich selber so ziemlich jedes Spiel der Spielereihe gespielt habe. Und also die Fragen sind wirklich auch so schwierig teilweise, dass man eigentlich fast jedes Spiel der Spielereihe gespielt haben muss und sich wirklich sehr gut damit auskennen muss, wenn man die Fragen beantworten will. Das Problem ist halt, wenn ich hier Kirby's Nightmare in Dreamland gar nicht gespielt habe, habe ich halt davon keine Ahnung und kann die Frage quasi gar nicht wissen. Und deswegen muss ich da halt raten, ist halt leider so. Jetzt kommt wieder Star Fox, habe ich auch wenig Ahnung. When was the release of Star Fox auf dem Super Nintendo? 90, 96 oder 93? Warum habe ich jetzt eigentlich den Peace Switch aktiviert? Keine Ahnung. Okay. Jetzt muss man überlegen. Also 96 war es nicht, weil das ist viel zu spät. Weil 96 gab es ja sogar schon. Also ich glaube nicht, dass Star Fox auf dem SNES so mega spät rauskam, weil 96, waren ja sogar schon N64-Spiele zu der Zeit, deswegen, das glaube ich nicht. Jetzt muss ich wissen, wann der SNES war, also 90, vielleicht war er 90 schon released, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich habe eigentlich eher so im Gefühl, dass er 91 released wurde, das Ding, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber selbst wenn, dann wäre Star Fox ein Launch-Titel gewesen und das glaube ich eigentlich auch eher nicht. Deswegen, ich nehme mal die goldene Mitte und nehme mal die 93 und das stimmt auch, okay. Gut, da habe ich jetzt auch keine Ahnung gehabt im Prinzip. Aber ich habe es mit Ausschlussverfahren gemacht und weniger mit Star Fox-Wissen, sondern eher allgemein mit Konsolen und SNES-Wissen. Eher so, okay. So, und ich habe jetzt hier einen Helm und kann hier in die Röhre rein, okay. Oder? Kann ich nicht? Ja, wo muss ich jetzt hin? Muss ich wieder zurückgehen? Nee. Ich habe jetzt einen Helm, ja. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ach, da kommen Bomben raus. Ach so, okay. Und damit muss ich dann jetzt nach unten gehen. Okay, alles klar. Aber ich will den Helm trotzdem, glaube ich, gleich wieder haben. Dass ich, falls noch irgendeine Kacke passiert, ich einen extra Treffer bekomme oder sowas. So, weil ich krieg den ja doch jetzt wieder, oder? Den Helm. Ich bin gleich wieder aufgesetzt. Ach nee, ich sterbe. Ah ja, das war jetzt auch sehr seltsam. Warum bin ich da jetzt gestorben? Das verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Das war jetzt sehr seltsam. Okay, ja, dann halt nochmal. Wie gesagt, der Part wird sehr, sehr viel länger wieder mal. Aber ist halt immer so. Ich will das Quiz schon noch zu Ende machen, weil es nämlich echt cool auch ist. Wer war es hier? DDD war es hier, genau. So, dann Star Fox habe ich ja gewusst, so irgendwie. Eigentlich nicht wirklich gewusst, sondern halt eher durch Wissen über SNES habe ich es gewusst.
So, okay. Also, ich wusste ja auch nicht. Ich hab's halt nur vermutet. Also, es hätte auch genauso gut 96 oder 90 sein können. Aber das wäre mir dann schon mal zu Ohren gekommen. Vielleicht, dass dann das... Ich meine, Star Fox auf dem SNES ist, glaube ich, auch das erste Star Fox. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, glaube ich. Auf dem NES gab's auf jeden Fall noch nicht. Nee, ist schon das erste, passt schon. Und, dementsprechend hätte ich das vielleicht schon mal dann gehört, wenn es da ein Launch-Titel sogar gewesen wäre. Oder wenn es so spät in der SNES-Ära rausgekommen wäre. Und deswegen muss es eigentlich dann 93 so irgendwie sein. So, jetzt hier durch. Und weiter geht's mit der nächsten Frage. Und zwar Zelda. Okay. Zelda habe ich mehr Ahnung. The Boss of the Stone Tower Temple in Zelda Majora's Mask ist Odolva, Volvagia oder Twinmold. Ja, das weiß ich zum Glück wieder. Das ist nämlich auf jeden Fall Twinmold. Volvagia ist aus Ocarina of Time aus dem Feuertempel. Und Odolva ist aus Majora's Mask aus dem ersten... Ja, wie heißt denn der überhaupt? Weiß ich nicht genau. Aus dem ersten Tempel halt. Auf jeden Fall ist es... Achso, da nach oben muss ich, oder? Genau. Ist auf jeden Fall Twinmold. Yep, sehr schön. So, und weiter geht's mit Pikmin, um Gottes Willen. Ulimar Ship, Moment, From Pikmin 1 is called SS Dolphin Hokotate Ship. Oder Hokotate Ship oder so. Ja, Hokotate ist auf jeden Fall der Planet, wo er herkommt, glaube ich. SS Dolphin. Ich habe SS Dolphin aber auch schon mal gehört. Und Hokotate Ship, das klingt so... Ich weiß nicht. Nee, ich glaube eher ist es die SS Dolphin. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Hokotate-Ship ist... Nee, es ist Dolphin. Stimmt's? Stimmt's? Ja, stimmt, okay. Gut, puh. Das war jetzt auch nicht gewusst, das war auch eher vermutet halt und wir haben es geschafft, okay. Eieieiei. Das war sehr anstrengend, das waren auch echt sehr schwierige Fragen dabei. Also wenn man hier ein mega ultra Nintendo-Fan ist, dann kann man das alles wissen. Also ich bin ja auch schon ein... Nicht gerade kleiner Nintendo-Fan, ja, aber halt alle Spieleserien von Nintendo in- und auswendig zu kennen, ist halt nahezu unmöglich. Also ich meine, jeder hat irgendwelche Spieleserien, die er nicht so häufig spielt wie andere und deswegen dabei manchen Fragen halt versagen wird. Vor allem zum Ende hin waren es dann relativ viele bei mir. Aber die Spieleserien, die ich halt sehr gut kenne, da habe ich die Fragen zumindest alle gewusst. Und bei ein paar anderen habe ich durch Raten oder durch Vermuten es auch hinbekommen. Deswegen war ja dann doch ganz okay die Leistung von mir, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, das Level war wunderschön, die Fragen waren cool. Sie waren wirklich ziemlich schwierig, aber jetzt auch nicht unfair schwierig oder so. Wenn man sich einigermaßen auskannte mit den Spieleserien, konnte man das trotzdem alles auf jeden Fall herausfinden. Und auch ansonsten, das Design war auch wunderschön. Ich meine, allein wenn wir uns hier das Vorschaubild angucken, kann man ja schon sehen, wie viel Arbeit da drin steckt. Da ist zum Beispiel ein Pokéball, der ist mir gar nicht aufgefallen. Einfach mal so. Das sieht auf jeden Fall, und links ist noch so ein Schloss, also sieht auf jeden Fall alles wunderschön aus. Deswegen auf jeden Fall ein Stern von mir. Okay Leute, dann würde ich mal sagen, war es das für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn ich morgen dann wieder gemeinsam mit euch ein Level bauen werde. Und ich nehme jetzt erstmal noch die nächsten 5 Stunden Zeit, um diesen Bowser-Bosskampf hier zu gewinnen, hoffentlich. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.